Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Mindnet. Und heute werden wir mal in einem neuen Projekt starten. Also, was heißt neues Projekt? Also, in der Redstone World ein neues Projekt beginnen zu bauen. Ich stehe hier schon in der, Hilfe. Ich stehe schon in der, Anlage drin, da wo es. Anlage, wie sich das anhört. In dem Flur drin, wo es hin soll. Im Hotel, nämlich das Restaurant. Wir wollen es jetzt erstmal da unten aushöhlen. Ich habe irgendwie Platz gesucht, dass das hier irgendwo ist. Hier müssen wir noch, Oh, da habe ich was vergessen. Schauen wir erstmal Restaurant gleich hin. Auf ein Siggen. Sane. Whatever. Schreiben wir jetzt hier einfach mal so. Nee. Wir machen erstmal so. Gehen wir hier runter, machen so. Machen hier Restaurant. Das kopieren wir uns hier dreimal so. Und wie man das kopiert, kann ich mir mal sagen. Ihr müsst einfach da drauf. Ihr nehmt das ja mit Mauserklick einfach so, ohne alles. Dann müsst ihr wieder was Neues machen. Ihr müsst dann einfach STRG-Steuerung bedeutet, also bedeutet Steuerung gedrückt halten und dann das machen. Dann hat man hier die NBT-Datei und dann Datei NBT-Daten. Und da kann man das wieder nehmen. So, das ist schon mal. Dafür ist das gut. Wir werden jetzt mal anfangen, hier erstmal das hier zu bauen. Ich glaube, der Microsoft-Sound ist ziemlich laut, ne? Ich mache den mal ein bisschen noch runter, weil sonst braucht ihn keiner. Ich brauche den nämlich auch nicht so laut, weil sonst stirbt man hier. Natürlich mache ich das jetzt nicht alles per Hand. Also die Decke, da soll... ich guck mal kurz, was für eine Decke gut wäre. Also... Vielleicht hier sowas, so Stripped Birchlock. Ja, das hat schon was, aber ich muss hier halt aufpassen. Hier oben ist Technik. Deswegen muss ich das jetzt fillen. Also einmal slash fill das hier. Erstmal bis hier. Mit Strip Birchlock. Ja, habe ich mir schon. Oder sieht das auch geil aus? Also, das so geil aussieht. Ich glaube so. Wir müssen die Axis gleich. Müssen wir gucken. Ich weiß nicht, ob wir X nehmen. X, ich guck mal kurz. Ja, perfekt. X ist gut. Die Technik oben müsste noch ganz sein. Es wird ja einfach nur replaced. Wenn wer sich fragt, was das hier für eine Technik ist, das weiß ich gerade auch nicht. Ah, das ist die Technik. Ah, die habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Nö, das habe ich beim letzten Video vergessen. Hier muss man erstmal ein Red Byte einwerfen. Hier muss man erstmal einen Red Byte einwerfen und so, dann kriegt man den, das noch nicht fertige Flughafen-Eintrittspfand. Das habe ich so benannt nur. Außerdem, das kann man einfach ganz easy fälschen. Deswegen, wenn man hier wieder rauskommt, kriegt man einen Red Byte zurück und das ist hoffentlich auch das richtige Red Byte. So, und das... Junge, wie sie wieder verbuggt das ist hier, ne? Da unten. Alter, so. Hier nochmal wieder hier runter. Wenn ich das auch mal finde, hier. Hier soll das nämlich hingehen, genau, hinkommen. Und wir werden jetzt erstmal hier slash von hier bis hier mit smooth. Oh Gott. Stone. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier genug Platz haben. Ja, natürlich haben wir genug Platz. Da habe ich extra dafür ausgesucht, dass wir hier schön viel Platz nach oben haben. Wir leider nicht viel Platz. Deswegen würde ich das Restaurant hier nochmal so einen Dreiergang machen. Aber das ist jetzt erstmal so die Garderobe und... Ja, deswegen werden wir das jetzt mal... Ja, also, hier wird wahrscheinlich nochmal smooth... So. Ich muss mal kurz dieses Night Vision... Ne, mach ich jetzt einfach so slash Effect give Night Night. Night Vision... Machen wir mal 9999 Sekunden. 250 und True. True bedeutet, dass man diese Partikel
Effekte hier, von denen ihr nicht seht. Sieht man jetzt auch nicht. Dann sieht man hier auch ein bisschen mehr. Ich sehe natürlich was, aber ihr wahrscheinlich nicht. Habe ich beim letzten Video schon ein bisschen gesehen. Wie ich das hier replace, ich drücke einfach bei dem Mauszeiger, also die sozusagen gleichzeitig. Muss man ein gutes Timing haben, aber es klappt. Das Holz hier kommt natürlich hier auch hin. Hier müsste eigentlich keine Technik mehr bitte drin sein. Hier zum Beispiel war auch Quarz. I don't know why, aber so, und hier können wir, ich weiß nicht, Design mache ich wahrscheinlich in so einem kleinen anderen Part oder so, weil es ist schon ziemlich schwierig, jetzt hier so eine Dings zu designen, wenn man jetzt zum Beispiel mal Stairs nimmt. Außerdem, ich kann nicht gut sehen, also wie so eine Garderobenkasse, wo man einfach so ein Garderoben-Dingsbild macht. Jetzt einfach mal eine Trapdoor. Irgendwie. Nee, so. So, hallo, 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 tschüss. Sowas können wir dann halt auch später, so Feinheiten. Können wir noch später machen. Ich will erstmal den Raum für das haben. Sprich, ich möchte gerne bis hierhin. Jetzt gehe ich mal gucken. Ja, hier ist das Ende. Sprich, wir gehen hier runter, weil das muss ja auch ein bisschen runter. Machen dann hier slash Funktion, nein, Fill. Und da bis, ja, bis zu dem nächsten Punkt. Und der wird sehr weit hinten sein. So. Muss schon relativ schön groß sein. Und jetzt ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter hier nach noch hin. So. Circa und halt noch ein runter. Bedeutet hier alles filmen und er. Nee. Bis hier filmen wir alles mit R. Ja, finde ich besser. Aber jetzt ist hier ein richtiger Kiesball runtergefallen. Ja, machen wir kurz weg. Jetzt haben wir hier so einen größeren Raum und jetzt sieht hier sind natürlich Erze, hier Eisen, Kohle, finde ich natürlich in Survival nie. Eisen, noch mehr Kohle, Kohle, Eisen, Kohle, Kohle, überall. Guck mal, wie viel Eisen das ist. Finde ich nie, wirklich nie. So, das sieht hier schon relativ gut aus. Wir werden jetzt hier ja die Treppen wieder hinbauen. Wir machen mal dann halt auch den Boden hier, deswegen machen wir auch diese Treppen hier hin. Ne, wir machen nicht. Ne, das ist viel zu unedel, sag ich mal. Wir machen hier diese Slabs hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen schöner, runter zu laufen auch. Weil wenn man so Treppen hochgeht, da ist hier läuft man so richtig schön runter. Und hier kann man das zubauen. Braucht keiner mehr. Man kann natürlich auch noch so eine Treppe bauen, dass das hier so runter geht und hier auch, machen wir glaube ich auch. Dann kann man hier überall hochgehen und ganz genüsslich seine Garderobe aufsuchen. Hier werden wir jetzt einfach mal nochmal. Hier werden wir jetzt einfach nochmal. Hier werden wir jetzt einfach nochmal das hier alles ersetzen durch Stone. Sprich, slash, Philly, da, bis, da machen wir mal smooth, nee, nicht smooth sandstone, wollte ich jetzt nicht, ich wollte smooth stone haben, so, smooth sandstone sieht auch geil aus, slash, habe ich im Haupthaus verwendet als Fußboden, mach ich jetzt fast so, es geht schneller.
So, so viel, zack, bis da, zack, Mocha. Nein. Smooth Stone. Da. Und dann nochmal bis Slash Fill. Ja, auf jeden Fall. Fill. Bis hier. Smooth. So. Fertig. Jetzt haben wir hier schon mal was Cooles gemacht. Ne? Ja, und jetzt gehen wir hier hin und machen von Slash Philly, zack, 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 bis da. Mit Stripped Birchlog. So. Machen wir die Axis. Ix. Axis gleich. War das X? Ja, das war X. Dann haben wir hier so ein. Sowas. Decke halt. So, irgendwie. Und dann machen wir den Boden noch. Slash Fill. Zack, zack, bis dahin. Und jetzt wird es richtig schön. Guck mal, hier ist so eklig und so. Alles mit Stein und so. Machen wir einfach mit Spruce Planks. Und schon haben wir einen richtig schönen, feinen Dings gebaut. Dings, was heißt, Raum gebaut. Und ich finde es halt auch schön, dass man diese Füllkommandos macht. Zum Beispiel auch für PlayStation gab es ja vorher das nicht. Bedeutet, man muss da alles mit der Hand machen. Diese Räume, so einen riesigen Raum hier zum Beispiel halt, den musste man halt einfach mit der Hand abbauen. Also überall mit der Hand so. Okay, das sieht jetzt hier noch nicht schön aus. Deswegen machen wir hier. Nee, wir machen hier noch so. So, Birch. Nee, das hier gibt es ja auch. Strip Birchwood. Machen wir so. Passt. Perfekt. Gut, dass es das gibt. Und es gibt ja jetzt auch. Also, ich bin noch nicht in der 1.15. War ich noch nicht zu bereit, weil die Bienen brauche ich im Moment auch noch nicht. Und diese, aber diese Honigblöcke wären schon hier ganz schön gut. Ja. Ich würde dann noch hier so kleine Pflänzchen hinbauen. Irgendwie. Autsch. Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Potzoll und tun einfach mal irgendwelche. Wir können jetzt zu Dekorationsblöcken gehen. Können wir dann irgendwie. Irgendwie so ein Fern. Fern heißen die auf Deutsch. Okay, auf Englisch. Fern. Hier so in die Ecke. Vielleicht mal sowas hinmachen und dann nehmen wir nochmal Spruce, Trapdoors. Und machen die halt hier dran. Dann hat man hier so einen schönen Bottich. Die können wir hier nochmal hinmachen. Ein bisschen mittiger, so perfekt. Hier, das können wir, hier vielleicht so eine Chest oder sowas hier, so, fertig designt. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen, um das zu designen. Aua, warum tue ich mir die ganze Zeit weh? Die Redstone-Technik, die kommt später auch noch. Und das Licht auch. Also, wir müssen ja hier noch Licht. Genau, das können wir jetzt noch schnell machen. Wir machen jetzt einfach mal noch das Licht. Das überlegt so. Ja, das Problem ist halt hier rüber, ne? Jetzt habe ich hier schon was kaputt gemacht. Da geht das Licht immer an und aus. Deswegen möchte ich das hier nicht haben in der Decke. Jetzt habe ich wieder das Redstone kommen. Ach man, das finde ich jetzt echt nicht schön. Hier machen wir nochmal weg und so möchte ich das ja hier in dem Bereich mache ich das in den Boden. Und dann mache ich darüber Teppich. Oder? Ja, Teppich. Ja, ne? Teppich heißt auch auf Englisch Carpet.
Red Carpet. Tun wir hier drauf. Mache ich jetzt noch nicht. Ja, hier geht noch nicht. Ich mache es noch nicht auf die Blumen, weil. Auf die Blumen, genau. Auf die richtig schönen Blumen da im Boden. Nee, ich mache das noch nicht, weil. Ich ja jetzt noch die Redstone-Technik schnell anschließen möchte. Das macht man ganz, 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 ganz leicht. Und da kriegt er die Nachricht. Also ich, ne? So, und jetzt gehen wir nochmal. Oh, scheiße, so. Bin ich irgendwie doof? So. Wir machen jetzt nochmal hier das. Da. 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 Das war gewollt. Dass ich die hier auch ansteuern kann. Das dauert jetzt auch gar nicht so lange. So. So. Das war es eigentlich schon. Das Ausgangssignal ist da. Ich hätte es gerne von hier angesteuert. Sprich, wir müssen. Ich hasse Kies so hart, ne? Wir müssen hier drunter gehen. Um hier das Redstone-Signal 2, 3, 4. Warte, ich gehe jetzt mal hier noch tiefer. Boah, was ist denn hier? Wo muss ich hin? Oh, bin schon zu weit. Aber. Das ist das Signal, ne? Ja. So, 1, 2, 3. Das ist schon hier zu weit gewesen. 4, 5, 6. Machen wir hier nochmal. 7. Achso. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Passt. Weil ein Redstone-Signal natürlich nur 15 angeht. Ist jedes angeschlossen? Ja, müsste. Jetzt können wir hier das wieder zumachen. Alles. So, so. So, 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 nee, so, 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 und jetzt können wir auch überall Carpet drauf machen. Und überall, wo man jetzt nicht nein, wo wir jetzt hier nichts drunter machen können, machen wir einfach einen kleinen Trick. Da machen wir nämlich ganz einfach. Ganz einfach so eine Wolle hin. Aber hier drunter sieht das gar nicht mehr so schlecht aus, wenn hier kein Teppich ist. Da vielleicht. Hier aber meine ich jetzt, weil da, so sieht man das halt nicht. Außer dass man hier diesen einen Pixel sieht, der dann halt nicht da ist. Aber das ist jetzt auch natürlich sowas von Schnuppe. Ja, das aus. Auf. Jetzt geht's hier dunkel. Jetzt geht's hier wieder. Hell. Wenn man slash Effect clear von ja, sehen wir dunkel und es ist hell. Es ist nicht so hell, es ist so ein bisschen dimmeres Licht, aber es reicht. Ist hier irgendwo ein Lichtbug? Der Block. Böser Lichtbug. Hier ist immer noch ein Lichtbug. Ich hasse Lichtbugs, ne? Ach, wirklich der Block? Und wahrscheinlich der Block. Nö. Da. Böser Block. Ja, auf jeden Fall lassen wir es erstmal an. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Aber wäre ganz schön gut für mich. Aber müsst ihr natürlich nicht, wenn es euch nicht gefällt. Wenn mich richtig hasst, dann nicht. Aber ist ja dann auch egal. Aber. Macht einfach, wie ihr wollt. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video und ciao.